Eine Möglichkeit, eine Oberfläche zu charakterisieren, ist die Angabe einer Oberflächenspannung. Diese wird häufig in polar und dispers aufgespalten. Eine Möglichkeit, den dispersen Anteil der Oberflächenspannung zu ermitteln, ist die Methode von Foulkes. Man misst dabei den Kontaktwinkel einer unpolaren Flüssigkeit auf der Oberfläche und errechnet daraus die Oberflächenspannung des Feststoffes. Hier ist die Gleichung von Foulkes, aus der wir aus einem Kontaktwinkel Theta und der Oberflächenspannung der unpolaren Flüssigkeit Gamma LD, Gamma SD ermitteln können. Wir lösen die Gleichung nach Gamma SD auf und erhalten, wenn wir die entsprechenden Werte einsetzen, einen Wert von 23,7 mN pro Meter für die disperse Oberflächenspannung der Festkörperoberfläche.